ich dir in einem meiner frühen Videos ein neues Rezept erzählt, das ich euch gerne zeigen will. Ich habe jetzt Lust auf ein Brot mit Lachs. So, und was mache ich mir gerne drauf? Das sind ein paar Zwiebeln. Jetzt müsste ich Zwiebeln schneiden. Dann habe ich die Zwiebeln natürlich ein bisschen schärfer, als ich es eigentlich vielleicht haben will, weil sie noch relativ frisch sind. Deswegen habe ich immer so ein Glas hier. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Zwiebeln, eingelegte Zwiebeln im Kühlschrank. Kann man dann aufmachen, dann holt man sich die Zwiebeln raus. Dann die auf sein Brot geben. Oder auf den Wurstsalat. Oder auf irgendeine Beilage für andere Speisen benutzen. Die sind jetzt süßer eingelegt. Da sind auch noch ein paar Kräuter mit drin. Aber dazu komme ich dann gleich. So. Um das Ganze herzustellen, braucht man eigentlich nicht viel. Man könnte es auch mit einem Messer machen. Ich benutze lieber einen Hobel. Zwiebeln ist klar. Ein Messer, um die Zwiebeln zu schälen. Und ich habe was vergessen. Natürlich danach die Reibe zu benutzen, sich die Finger nicht abzuschneiden. Diesen Fingerschutz. Zwiebeln, ich habe schon einige Leute gesehen, die immer so ganz knapp abschälen. Also so nur das Schwarze oben weg oder die Braune oben weg. Macht das nicht. Nimmt immer eine Schicht mehr weg. Denn die äußerste Schale hat immer einen leicht bitteren Geschmack. Also von daher gesehen nehme ich immer ein Stück. Tja, dann machen wir jetzt mal ein paar. Da sehen wir uns gleich wieder. Was die Gläser betrifft, ich bevorzuge zwar solche Gläser hier. Die kann man leicht öffnen und wieder schließen. Es geht aber auch jedes Bistoffglas. Da werde ich das jetzt auch reinmachen, im anderen ist noch was drin. Wie ihr seht, ist das schon von einem kleinen Gurkenglas. Schmeißt die Gläser nicht weg, jetzt zahlt sie auch mit. Die kann man, die bleiben auch relativ sauber. Wenn die Deckel nicht ganz sauber sind, muss man sie nochmal waschen. Aber die kann man mehrfach verwenden. 4, 5, 6 Mal, bevor ich sie dann endgültig wegschmeiße, wenn der Deckel halt kaputt ist. So. Nächster Arbeitsschritt. Und bitte macht es nicht mit den Fingern, nehmt immer so einen Schutz mit, weil ich habe mir schon mal eine Fingerkuppe reingerieben, weil ich auch so schlau war, es ohne zu machen. Und ich muss sagen, ich werde es nie wieder tun. Es heilt extrem schlecht weg. Bleibt da meistens so ein bisschen übrig. Muss man nicht auch noch mit dem Finger durchquetschen. Alles gerieben. Geschnitten. Sind sehr fein. Jetzt Krümmer, man kann es auch gegen Krümmer schneiden. Jetzt könnt ihr sagen, naja, das passt ja da nie rein. Mag sein, da bleibt ein bisschen was übrig. Man kann es vorher mal abschätzen, indem man so ungefähr schaut, wie viel Zwiebeln passen so in das Glas. Plus eine dazu. Weil, wir werden sehen, das wird an Volumen noch ein bisschen verlieren. Denn damit die Zwiebeln auch wirklich mild werden, nehmen wir jetzt Salz und hauen da mal 2 Teelöffel Salz drauf. So, ich würde sagen, das ist viel zu viel Salz für so wenig Zwiebeln. Aber das wird dann auch noch ausgewaschen. Jetzt drückt ihr die Zwiebeln schön durch, dass sie auch ein bisschen weich werden. Und das Salz so ein bisschen reingeht in die Zwiebelringe. So, wenn ihr das habt, auf unten drückt man ein bisschen alles. Und dann lasst man es wenigstens 2-3 Stunden stehen.
Nach Siemens wieder. So, jetzt sind 2 Stunden rum. Man sieht schon, da hat sich eine Menge Flüssigkeit abgesetzt. Aber es ist immer noch zu salzig. Also geben wir einfach mal Wasser drauf und spülen das Salz ein bisschen aus den Zwiebeln raus. Die sind jetzt mittlerweile auch ganz weich, man sieht es auch. Die sind richtig schön. Und so viel Salz ist klar, ist nicht gesund und wollen wir auch nicht drin haben. Also spülen wir die Zwiebelringe etwas ab. So, wichtig ist es dann, dass man die so ausdrückt. Ich hole mal das Zwiebel, um das zu zeigen. Dass man die jetzt schon so ausdrückt, dass nicht mehr allzu viel Flüssigkeit rauskommt. Also kommt nur noch ganz wenig Flüssigkeit. Sind jetzt auch schon, man sieht sie, wesentlich kleiner geworden vom Volumen. Wir passen damit locker in dieses Glas. So, was machen wir als nächstes? Zwiebeln alleine schmecken und ja auch, aber man kann sie natürlich noch ein bisschen veredeln. Ich hau jetzt ein bisschen Thymian dran, nicht viel. Könnt ihr jedes andere Gewürz verwenden, jedes andere, ich nehme mal Kräuter gerne hernehmen. Ich mische das Ganze dann auch noch schön durch. Muss nicht allzu viel rein. Und beim anderen habe ich mal Rosmarin eingekauft. Und ich habe dann auch noch Rosmarin reingetan, im ganzen Stücken. So. Und das Ganze füllen wir jetzt in unser Twist-off-Glas. Sollte das noch nicht so sehr zusammendrücken im Glas, ein bisschen, aber nicht zu sehr. Denn wir wollen danach noch ein bisschen Essig drauf geben. Ein bisschen ja, Essig so drauf geben. Damit das Ganze auch entsprechend schon mal schön eingelegt ist. Ich mache, wie gesagt, gerne süßer. Das Rezept folgt jetzt dann gleich. Wir machen es dann auch gleich das fertig. Da drin kann das noch ein bisschen ziehen. Was brauchen wir alles für den Sud, den wir drüber geben wollen? Salz ist da noch genug drin, also Salz braucht man sicherlich nicht. Ich nehme immer Zucker. Jetzt haben 3 Teelöffel Zucker, ein bisschen viel, finde ich jetzt nicht. Ich mag es eher süßer als zu sauer. Darauf geben wir dann eine gute Menge Essig, 5%igen Essig. Und dann noch etwas Wasser. Den Zucker gut auflösen, sonst habt ihr danach ein 2-Schicht, ein süßes und ein weniger süßes Bestandteil der Zwiebeln, wollen wir ja nicht. So, dann nehmen wir einen 2. Löffel und probieren das Ganze mal. Ist mir fast noch ein bisschen zu sauer, also gebe ich nochmal einen Teelöffel Zucker hinein. Das müsst ihr selbst abschmecken, wie ihr es gerne haben möchtet. Der eine mag es mehr sauer, der andere mehr süßer. Dann probieren wir nochmal. Ja, jetzt hat es meinen Geschmack. Und dann übergießen wir unsere Zwiebeln in diese Essiglösung. Genau getroffen. Und jetzt kann man noch oben ein bisschen drauf drücken, damit die Sachen alle schon unter Wasser sind. Zudrehen und in den Kühlschrank stellen. So nach 2 bis 3 Tagen sollten die Zwiebeln fertig sein. Ich habe auch immer 2 Gläser, das eine große und jetzt hier das kleine im Kühlschrank. Damit mir der Zwiebel nicht ausgeht. Man kann ihn verwenden, wie gesagt, auf Wurstsalat, auf alles, wo man Zwiebel drauf gibt, aber auch, wenn man schnell mal eine Zwiebel braucht zum Kochen, für die Soße oder so, dann kann man die auch daraus nehmen. Ein bisschen Säure schadet auch am Essen nicht. So, schön, dass ihr da gewesen seid. Ging heute relativ schnell. Ist ein relativ einfaches Rezept. Ja, bis zum nächsten Mal.